Immer wieder habe ich das Problem, dass bei Kunden die Heizkörper nicht richtig warm werden. Ich habe jetzt hier gerade wieder so einen Fall bei der Wartung. Und zwar wird hier der Heizkörper im Badezimmer, der wird nicht warm. Und ich erkläre Ihnen jetzt auch warum. Der ist hier angeschlossen mit Vorlauf und Rücklauf. Geht hier durch die Wand. Und wir schauen jetzt mal hier. Das ist jetzt hier die Vorlauf- oder Rücklaufleitung. Also die Leitung, die jetzt hier in der Wand hinten lang führt, geht hier auch unter dem Boden durch und hier immer weiter. Das heißt, da geht einmal die Leitung, wird, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, geht also einmal da hinten durch die Wand durch, von dieser Leitung, die wir hier haben, sticht es einmal ab und fließt dann weiter und geht dann praktisch da wieder an den, von dem Heizkörper in die Leitung zurück. Und das Problem ist, dass die Leitung durchgängig 22 mm, in diesem Fall durchgängig 22 mm ist. Das heißt, das Wasser strömt einfach dran vorbei. Das fließt nicht in den Heizkörper rein, wie es hier gewünscht ist. Wir haben jetzt hier eine Vorlauftemperatur von ca. 85 Grad. Die kommen auch wieder zurück und der Heizkörper ist lauwarm. Wenn man jetzt aber die Leitung trennt, also hier praktisch auf der anderen Seite, genau dazwischen, trennt und einen Tisch, also eine Reduzierung einfügt, das heißt, dann würde sich das Wasser vor dem T-Stück, wo es in den Heizkörper reingeht, würde sich das stauen und dann hier auch, also durch den Heizkörper durchfließen und dann hier wieder raus und dann wieder in den Rest des Kreislaufs. Und das ist hier ganz oft in Berlin der Fall, dass die Leitungen nicht reduziert sind und dass dann einfach das Wasser vorbeiläuft. In der Regel taucht dann dieses Problem so nach 10, 20 Jahren erst auf.